Dann darfst du den Kaffee drüber schütten. Ups. Bianca, du hast einen Job. Du piepst. Der Herd macht mich auch mal. Der Herd ist hier richtig frech heute. Fast wie der Claudio. Hallo ihr Lieben. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur DIY-Inspiration. Und herzlich willkommen zu einem neuen Herbstvideo. Ihr wisst, der Herbst steht vor der Tür, auch wenn die Temperaturen momentan gerade noch mal ziemlich warm sind. Ja. Aber dennoch gibt es Kürbisse und Es gibt so viele von denen. Ja, und das Herbstessen ist einfach lecker. Mhm. Und wir dachten uns so, wir machen heute Kürbissuppe und wir machen noch Brownies mit Kürbis. Und Pumpkin Spice Latte. Genau. Ich war in der Stadt, ich wollte ihn trinken bei Starbucks, es gab ihn noch nicht, deswegen machen wir ihn heute selber. Genau, und das ist natürlich auch einfacher für euch, weil ihr könnt es natürlich gerne alles nachmachen. Mhm. Und wir zeigen euch, wie wir so Kürbissuppe machen und die Brownies und ja, das leckere Getränk. Ja, und wir legen direkt mal los. Ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Die schwierigste Arbeit dabei ist, erstmal diesen Kürbis klein zu kriegen. Das ist ein Hokkaido, den braucht man nicht schälen. Man muss ihn nur abwaschen, habe ich eben schon mal gemacht. Und dann wird er in kleine Stückchen geschnitten. Da auf jeden Fall vorsichtig sein, sonst nehmt euch jemanden zu Hilfe. Der mehr Kraft hat. Der mehr Kraft hat, der den Kürbis schneiden kann. Aber wir werden natürlich der Herbst ist ja noch lang und die Halloween-Zeit kommt auch noch. Wir werden bestimmt auch mal coole Kürbis-Videos noch machen. Dann kommen aber andere Kürbisse zum Einsatz, die einfacher zu schnitzen sind. Dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los mit der Kürbissuppe, oder? Ja. So, zusätzlich zum Kürbis kommt noch Kokosmilch rein. Wird dadurch richtig, richtig lecker. Kartoffeln auf jeden Fall, Gemüsebrühe. Wir haben hier noch so ein Kürbisgewürz von Just Spices. Super praktisch. Aber ihr könnt natürlich auch ganz normal würzen mit Salz, Pfeffer und was ihr noch so Bock habt. Ich Je nachdem, ob ihr es schärfer mögt oder nicht, könnt ihr auch noch ein bisschen Chili oder so mit dran tun oder eine Pepperoni. Aber es ist so ein bisschen Geschmackssache, kann jeder auch so nachwürzen, wie er möchte. Dann haben wir hier eine Zwiebel und Ingwer. Und jetzt wird erstmal der Kürbis klein gemacht. Genau, das ist das Wichtigste, erstmal den Kürbis schnippeln. So, wenn ihr den Kürbis fertig habt, also zumindest aufgeschnitten, dann müssen die Kerne einmal raus. Ich werde in der Zwischenzeit schon mal die Kartoffeln schälen mit dem übelsten Schäler. Kannst du das? So. Nicht so viel Kerne drin. Also ich unterteile mir die immer in so halbe Ringe. Das ist jetzt kein halber Ring, eher so wie dieser hier. Und dann werden die so in Würfelchen geschnitten. Die Kartoffel schneiden wir jetzt auch in kleine Würfel, wie Eva das mit dem Kürbis macht. Ist auch einfacher dann zu kochen. Genau. Hier geht's schon mal weiter. Ich brate schon mal die Zwiebeln so ein bisschen an. Einfach ein bisschen mit Öl im Topf anschwitzen. Und gleich kommt dann auch der Ingwer dazu. Ich tue jetzt den Ingwer schon mal mit rein. Es ist auch Geschmackssache, wie viel man dabei nimmt. Und wenn das dann alles so leicht Farbe bekommen hat, die Zwiebel und der Ingwer, kommen die Kartoffeln und der Kürbis dazu. Ich gieße das dann mit Wasser auf, bis alles schön bedeckt ist. Hier kommt jetzt noch ein bisschen was zu. So. Das war jetzt etwas mehr als ein Liter und dementsprechend gebe ich jetzt Gemüsebrühepulver dazu. Das sind hier so 1,5 Löffel. Und dann muss das so 20 bis 25 Minütchen kochen. So, die Suppe kocht jetzt. Bianca ist ein bisschen was anderes drehen und ich kümmere mich jetzt um die Brownies mit Kürbisfrischkäse. Also wird so ein bisschen käsekuchenartig. Ich habe dafür einmal 200 Gramm Kürbis. Davon werde ich allerdings nur 100 Gramm benutzen. Das Glas hat einfach 200 Gramm. Den Rest benutze ich gleich noch für den Pumpkin Spice Latte. Dann habe ich hier 150 Gramm Frischkäse. 3 Eier brauche ich insgesamt. 50 Gramm Kakao, 100 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter und ich habe hier Zimt. Das Kürbisgewürz benutze ich auch noch ein bisschen. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, könnt ihr auch einfach Zimt benutzen. Funktioniert auch sehr gut. Und dann geht es erstmal mit dem Brownie-Teig los.
So, als erstes kommt die Butter in die Schüssel. Dazu zwei Eier. Und der Zucker. Und alles gut durchmixen. Und dann kommt auch schon das Mehl dazu. Und das Kakaopulver. Und damit ist mein Schoko-Brownie-Teig schon fertig. Und ich kümmere mich jetzt um die Käsekuchencreme mit Kürbis. Ich nehme jetzt 100 Gramm Kürbis hier aus dem Glas raus. Das Glas habe ich schon mal abgegossen. Das ist übrigens süßer Kürbis mit Honig. Und den püriere ich jetzt einmal. Dann kommt der Frischkäse dazu. Ein Ei. Und Zimt oder das Kürbisgewürz oder natürlich auch beides. Ich nehme jetzt ein bisschen von beidem. Und noch einmal gut vermengen. Ich nehme dafür jetzt auch einfach den Pürierstab. So, das ist mir jetzt ein bisschen zu hell, deswegen kommt jetzt ein bisschen Lebensmittelfarbe dazu. Ist überhaupt nicht notwendig für den Geschmack, aber einfach für die Kürbisoptik. Ich habe jetzt eine ganz einfache Backform, quadratisch 20x20 cm. Einmal Backpapier drüber. Ganz locker. Und dann gebe ich erstmal den Schokoteig drauf. Schön verstreichen. Die Ränder vom Backpapier schneide ich übrigens gleich einfach mit einer Schere ab. Und dann kommt die Masse darauf. Dann gehe ich nochmal mit der Gabel durch, verteile das so ein bisschen. Und dann kommen die Brownies für ca. 30 bis 40 Minuten. Schaut einfach, wie sie gar werden, in den Backofen bei 180 Grad Unter- und Oberhitze. Ja, die Suppe ist jetzt fertig gekocht. Sie hat auch ein bisschen länger gekocht als die 20 Minuten. Und es riecht so lecker. Wenn es, ich sag immer wieder, wenn es irgendwann mal Geruchs-YouTube gibt. So, wir machen jetzt die Kokosnussmilch hier rein. Genau. Da könnt ihr jede nehmen, die ihr gerne möchtet. Und dann wird das Ganze nochmal durchpüriert. Sieht schon sehr, sehr gut aus. Jetzt wird das noch abgeschmeckt. Ich nehme jetzt mal so einen Löffel. Ja, mach mal rein. Salz kann auch noch ein bisschen rein. Wir können noch ein bisschen Curry dran machen, glaube ich. Eigentlich kommt ja da noch Creme Fraiche oben drauf, ne? Eigentlich. Eigentlich. So, ein bisschen Curry dran. Du hast noch keine Kürbissuppe gegessen, Tom? Nee, noch nie. Magst du heute mal kosten? Ja, gerne. So, ich würde noch mal probieren. Ja. Ja, mach das. Oh, schmeckt sehr gut. Ja? Mhm. Willst du auch probieren? Ja, ich nehme jetzt einen Teller. Genau. Ich habe Hunger. So, wir werden mal kosten. Mm. Oh, das ist so lecker. Ehrlich? Schmeckt richtig, richtig lecker. Schmeckt wie Linsensuppe fast. Oh, okay. Also, ist richtig gut geworden. Definitiv. Und ich finde, Kürbissuppe kann man im Herbst immer essen. Ja, immer. Wir werden jetzt die Suppe erstmal aufessen und dann gibt es ja schon den Likör-Nachtisch. So, die Kürbissuppe hat auf jeden Fall gut. Es war so lecker. Und die hat gut gesättigt. Ja, es ist noch richtig viel da. Mhm. Wird noch schön weitergegessen. Wir machen jetzt Pumpkin Spice Latte und dafür brauchen wir als erstes natürlich einmal Milch. Ich mache mal hinten und schon die Kaffee. Die Kaffeemaschine an. Wir machen das in den Glastassen und ich nehme jeweils die halbe Tasse Milch. Du piepst. Der Herd macht mich auch wahnsinnig. Der Herd ist hier richtig frech heute. Fast wie der Claudio. Also, wir brauchen eine halbe Tasse Milch. Die kommt in den Topf. So. Und dann wird das erwärmt. Muss nicht unbedingt kochen. Milch brennt ja auch immer gerne schnell an. Einmal anmachen. Und ich habe jetzt den Kürbis, den ich ja für den Kuchen auch schon püriert habe, nochmal den Rest auch durchpüriert. Und für jede Tasse gebe ich jetzt einen Esslöffel Kürbispüree rein. Hast du den mal so gekostet? Ja, das ist super lecker. Willst du? Weißt du, wie das riecht? Wie die Spreewalder Gurken. Und dann kommt auf jeden Fall noch Zimt dazu. Ja. Und dann hole ich mal hier so einen. Oder hast du einen? Nee, ich püriere das jetzt. Pürierst. Also ich schlage das noch ein bisschen auf. Wir haben nämlich keinen Milchaufschäumer, deswegen nehme ich einfach den hier. So, ich nehme jetzt erstmal eine Kelle von dem Milchschaum rüber. Dann darfst du den Kaffee drüber schütten. Ups. Also Leute, wenn ihr eine gute Espressomaschine zu Hause habt, geht das natürlich auch so.
Wir haben jetzt einfach mal einen starken Kaffee gekocht. Aber sieht so lecker aus. Richtig schön Milchschaum obendrauf. Ein bisschen Zimt obendrauf. Das war Zimt. Ich dachte gerade, es wäre Curry gewesen. Warum nicht? Sehr schön. Sieht aus wie ein Milchkaffee, aber schmeckt nach Zimt und Kürbis und Herbst. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Schön. Das riecht schon so schön. Schmeckt gut. Schmeckt echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Nicht ganz so süß wie bei Starbucks. Ui. Also wenn ihr es süß haben wollt, macht einfach noch Zucker dran. Ja, und jetzt schneiden wir mal das hier auf. Jetzt wird der Kuchen angeschnitten. Da bin ich echt gespannt, wie der schmecken wird. Ich finde, das sieht richtig nach Halloween aus. Richtig. So, ich habe uns mal zwei kleine Stückchen geschnitten. Für Claudio ist gleich das große hier. Lecker. Schmeckt so richtig nach Cookies. Ja, so richtig nach... Man schmeckt den Kürbis gar nicht raus, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das so. Wahrscheinlich hier oben hat man ein bisschen mehr davon. Doch, wenn man nur das, das Orangene isst, dann schmeckt man ihn. So in dem aber, Schoko geht er ein bisschen verloren. Aber er schmeckt gut. Ja. Also schmeckt jetzt nicht so krass so, aber schmeckt echt lecker. Und ich finde halt auch einfach, es sieht einfach gigantisch aus. Ne? Super, super hübsch. Richtig schön. Und auch gerade jetzt so viel Halloween oder sowas finde ich so, wenn du so kleine Cupcake. Also ja, als Cupcake kann ich mir die auch sehr gut vorstellen. Ja. Also richtig coole Kürbisrezepte, die wir heute haben, müsst ihr unbedingt nachmachen. Oder wenn ihr sowas schon mal gemacht habt, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Wenn wir ein Kürbisrezept vergessen haben, wo ihr absoluter Fan von seid, gerne unten reinschreiben. Können wir natürlich auch noch gerne testen. Ist natürlich noch ein bisschen Zeit bis Halloween. Ja, nicht mal so lange. Das stimmt, es geht so schnell alles dieses Jahr. Ja, es ist gruselig. Ja, es ist wirklich gruselig. Auf jeden Fall, mein Highlight von allem ist definitiv die Kürbissuppe. aber ich finde auch den hier, den Brownie. Und auch, ich finde eigentlich ich find den Kaffee auch gut. Ja, ich finde alles ist irgendwie ein Highlight. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock habt, dass wir öfters mal wieder backen oder kochen, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Abonnieren, Glocke aktivieren, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Wieso hab ich keinen Kaffee bekommen oder was? Du kannst meinen haben, wenn du magst. Wieso habt ihr nicht an mich gedacht, Eva? Komm, nimm meinen. Nimm deinen. Nee, ich möchte jetzt ich nicht mehr. Genippt. Wieso habt ihr nicht an mich gedacht? Damit wir es auf Kamera haben, nie wieder an Claudio gedacht. Es tut mir leid, du hast keine Hand frei gehabt.